Hallo liebe Gifhorner. Ja, heute ist das letzte Wochenende, bevor die Schule wieder anfängt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen goldenen Herbst und genießt heute noch mal das ganz tolle Wetter. Das hoffe ich auch und allen Schülern und den Eltern. Genießt das schöne Wochenende. Wir waren fleißig und haben gegärtnert. Wir haben ganz viel unsere Hecken beschneiden müssen, weil so viel gewachsen ist. Weil CO2 ist eben nötig, damit unsere Bäume, unsere Pflanzen wachsen. Mehr CO2 bedeutet besseres Pflanzenwachstum. Deswegen werden Treibhäuser auch begast. CO2 ist eben nicht tödlich, sondern lebensnotwendig, damit Pflanzen wachsen. Genau, und auch am Montag haben wir die Mahnwache um 18.10 Uhr am Schillerplatz. Kommt gerne alle zahlreich vorbei, ihr seid herzlich eingeladen, diskutiert mit uns, sprecht mit uns, denn wir sprechen mit jedem. Wir sprechen mit jedem. Dafür steht die AfD. Wir sind die Partei, die die Demokratie wirklich lebt und hochhält. Ich zähle auf Sie. Kommen Sie am Montag vorbei auf dem Schillerplatz. Ich freue mich auf Sie. Ihr Stefan Marciszewski. Und Ihre Jacqueline Kleinhans. Tschüss! Tschüss!